Es wurden mal wieder Bäume gefällt in Augsburg. An anderer Stelle wird ein Baum aufgestellt. Wann der Christbaum auf den Rathausplatz kommt, erfahrt ihr heute. Ich bin Manuel André, wir haben den 4. November. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und wir fangen an wie immer erst einmal mit allen wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Der Augsburger City-Gutschein soll mit neuer Technik mehr Käufer finden. Den Augsburg City-Gutschein gibt es seit dem Jahr 2015. Rund 15.000 Gutscheine in Papierform wurden jedes Jahr verkauft. Das Rekordjahr war 2020, als Gutscheine im Gesamtwert von mehr als 750.000 Euro veräußert wurden. Ab sofort gibt es den Augsburg City-Gutschein nur noch in digitaler Form im Scheckkartenformat. Am Prinzip ändert sich nichts. Ausschließlich Augsburgs Handel und Gastronomie profitiert von den wiederaufladbaren Wertgutscheinen. Die Verantwortlichen erhoffen sich steigende Verkaufszahlen. Wir möchten spätestens in 2 Jahren einen Umsatz in Millionenhöhe erreichen, sagt Eckhard Schmölz von Augsburg Marketing. Die Zahl der Akzeptanzstellen soll bis zum Jahr 2024 auf 200 Geschäfte steigen. Der Umstieg vom Papierformat zur digitalen Karte erfolgt schrittweise. Wer noch Gutscheine im Papierformat hat, muss sich nicht ärgern, man kann sie weiter einlösen. An der Siebentischstraße fehlen jetzt 12 Bäume. In den vergangenen Tagen wurden in dem Bereich nahe Zoo und Handwerkskammer insgesamt 12 Bäume entfernt, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Hintergrund der Fällungen sei das Eschentriebsterben. Bei den Bäumen handelt es sich um Eschen, die stark von Eschentriebsterben beeinträchtigt gewesen seien. Sie hätten massiv an Totholz gehabt und würden mittelfristig auch ihre Standsicherheit verlieren, teilt das Amt für Grünordnung unserer Redaktion mit. Die Arbeiten seien durchgeführt worden, um die Verkehrssicherheit zu erhalten. Die Fällung sei am Freitag abgeschlossen worden. Die Krankheit Eschensterben wird durch Pilz ausgelöst und lässt betroffene Bäume absterben. Nachpflanzungen sollen sukzessive stattfinden, frühestens allerdings 2023/2024. Grund für die Verzögerung: Die Bäume für die Nachpflanzungen dieses Jahr und 2023 wurden von der Stadt bereits bestellt. Die zur Verfügung stehenden Mittel sind damit ausgeschöpft. Und wir bleiben nochmal bei Bäumen. Am kommenden Montag wird der Christbaum mittags an den Augsburger Rathausplatz angeliefert. Die Tanne, die dieses Mal eine Familie aus Augsburgs Nachbargemeinde Stadtbergen gespendet hat, ist etwa 18 Meter hoch und ca. 38 Jahre alt. Die Augsburger Berufsfeuerwehr nimmt den Baum wie jedes Jahr auf dem Rathausplatz in Empfang, wo sie ihn standsicher aufstellen wird. Mit seinen 18 Metern ist der diesjährige Christbaum größer als seine letzten Vorgänger. Im vergangenen Jahr zierte eine 14 Meter hohe Weißtanne aus Haunstetten das Wohnzimmer Augsburgs. Im Jahr 2020 stand die 16,7 Meter große Tanne aus Inningen ganz einsam auf dem Rathausplatz. Es war der Corona-Baum. Wegen der Pandemie war der Christkindlesmarkt abgesagt worden. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Augsburg-Wetter. Kalt und regnerisch starten wir ins Wochenende. Heute ist es den ganzen Tag bedeckt, vereinzelt regnet es. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad. Am Samstag ist das Wetter ähnlich, mit etwas Glück blinzelt mal die Sonne durch, maximal sind es 10 Grad. Am Sonntag wird es dann wieder etwas freundlicher. Das 49-Euro-Ticket ist beschlossene Sache. Das Ticket soll die Nachfolge für das 9-Euro-Ticket sein, das es ja im Sommer gab. Aber was kann das Ticket und soll ich es mir überhaupt kaufen? Ich habe viele Fragen. Die Antworten hat mein Kollege aus der Digitalredaktion, Jakob Stadler. Hallo Jakob. Hallo. Warum hat man denn jetzt ein 49-Euro-Ticket überhaupt eingeführt? Naja, es gab ja schon das 9-Euro-Ticket, das haben wir noch in Erinnerung aus dem Sommer, wo man 3 Monate lang, also 9 Euro pro Monat, zahlen konnte und mit dem kompletten Nahverkehr fahren konnte. Das war ein Riesenerfolg, also zumindest die Zahlen, wie viele Leute es gekauft haben, war extrem hoch. 52 Millionen Mal wurde so ein Ticket verkauft. Und dann hieß es, ja, da soll es einen Nachfolger geben. 9 Euro ist aber eben nicht geworden. Politik muss auch aufs Geld schauen offenbar, aber am Schluss hat man sich geeinigt und jetzt sind es 49 Euro, die es kosten soll. 49 Euro für ein Ticket im Monat, was darf ich denn dann damit fahren? Das ist tatsächlich analog zum 9-Euro-Ticket. Also das soll, es wird auch Deutschland-Ticket genannt, das ist der neue Name davon, das soll deutschlandweit gelten. Das heißt, es gilt nicht nur hier in Augsburg im Nahverkehr, sondern wenn du ein Wochenende nach München fährst oder auch nach Berlin fährst oder nach Hamburg, kannst du da auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen und eben auch die Nahverkehrszüge. Also
nach München kannst du gleich mit dem Zug, auch mit dem gleichen Ticket fahren. Aber nicht in den ICE steigen, der ist nicht dabei. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, 9-Euro-Ticket, da war bei mir klar, okay, das kaufe ich mir, das lohnt sich schon bei einer Fahrt nach München. Du hast dir das Ganze jetzt mal angeschaut. Lohnt sich das Ticket denn jetzt auch, wenn ich beispielsweise überwiegend in Augsburg unterwegs bin? Da muss man tatsächlich ein bisschen genauer hinschauen. Beim 9-Euro-Ticket hast du recht, da konnte man sich schnell überlegen, ja gut, das hat man sofort wieder drin. Ich habe mir das für die verschiedensten Abo-Modelle und Tickets, die es bei uns in Augsburg und auch darüber hinaus so gibt, angeschaut und es lohnt sich tatsächlich sehr schnell. Zum Vergleich, also man kann hier in Augsburg ein ganz normales Monatsticket kaufen, das wäre in der Preisstufe 1, das ist so das Zentrum, aber noch nicht mal der komplette Innenraum, aber da zahlt man 55,70 Euro nächstes Jahr. Ich habe mir die Zahlen für nächstes Jahr angeschaut, weil da kommt noch eine Preiserhöhung, die habe ich gleich mal schon eingebaut. Genau, also es kostet dann 55,70 Euro, also lohnt es sich da schon ein 49-Euro-Ticket zu kaufen. Bisschen aufpassen muss man nur, wenn man diesen kleinen Bereich dann im Jahresabo kauft, dann wird er wieder günstiger. Aber das ist tatsächlich das einzige Angebot, wenn man die kleinste Zone im Jahresangebot in Augsburg hat, da zahlt man aktuell noch ein bisschen weniger als 49-Euro-Ticket. Aber bei allem drüber kann man richtig Geld sparen. Also auch schon Innenraumticket, 49-Euro-Ticket, sorgt dafür, dass man ordentlich Geld spart. Vielleicht noch eine Frage. Uns hören vielleicht auch ein paar Schülerinnen und Schüler, ein paar Studenten. Lohnt sich denn das auch für so ein Schülerticket? Ja, das ist richtig. Die profitieren nicht, zumindest wenn sie sich nur innerhalb von Augsburg oder hier im Tarifgebiet bewegen. Bei den Studenten ist ja sowieso über Semesterticket dabei und für Schüler und Auszubildende zum Beispiel gibt es das 365-Euro-Ticket. Da ist es eine kurze Überschlagsrechnung im Kopf. 365 Euro ist tatsächlich deutlich weniger als 49 Euro im Monat. Da kommt man über 200 Euro billiger raus, also für so ein ermäßigtes Ticket. Das ist noch günstiger als 49-Euro-Ticket. Also für Schüler ist es eher nicht geeignet. Es sei denn, sie fahren dann doch nach München. Also für Pendler, da lohnt sich so ein Ticket auf jeden Fall, oder? Bei Pendlern geht es tatsächlich in vierstellige Sparbeträge rein. Muss man natürlich sagen, das kommt daher, weil wer mit dem Zug nach München pendelt, ganz schön viel Geld dafür blechen muss. Das kommt nur darauf an. Auch da, es gibt eine normale Monatskarte, es gibt die Monatskarte im Abo, die dann weniger kostet. Und es gibt eine Jahreskarte, die habe ich mir jetzt mal auch da angeschaut, die ist vielleicht ein bisschen einfacher so zu betrachten. Wenn ich sage, ich will eine Jahreskarte haben, mit der ich mit dem Regiozug immer von Augsburg nach München fahren kann, das kostet aktuell 2.442,70 Euro. So für ein ganzes Jahr, aber trotzdem natürlich ein ganz schöner Betrag. Da spare ich mir aber halt einfach echt über 1.850 Euro, wenn ich das mit einem 49-Euro-Ticket dann künftig mache. Wir wollen ja im Nachrichtenwecker auch manchmal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. In der Redaktion wissen wir, du bist bei uns der Datenguru. Magst du uns mal erklären, wie kommt man denn an solche ganzen Zahlen? In dem Fall ist es eigentlich relativ einfach, sage ich mal. Also es ist vor allem einfach zu wissen, wie viel dann das Ticket künftig kostet, weil das sind die 49 Euro. Dann muss man das Ganze mal 12 rechnen, dann weiß man schon, wie viel es im Jahr kostet. Richtig komplex ist, und da muss ich sagen, das glaube ich auch das, was ich persönlich am 49-Euro-Ticket, glaube ich, am besten finde. Richtig komplex sind nicht diese ganzen Tarifdschungel-Sachen, dass man da durchblicken muss. Welche Stufen gibt es eigentlich? Ich habe das Ganze auch noch für in München die Isar-Karte angeschaut. Da gibt es die Zone M, die Zone M bis 3. Dann, wenn man zum Flughafen will, da wird es richtig schnell, richtig kompliziert. Auch in Augsburg mit dieser Monatskarte und der dann im Abo, wenn man es als Jahreskarte nimmt, wo man aber auch monatlich bezahlt. Boah, dieses ganze Tarifdschungel-Zeug, und das ist wirklich weg, wenn man dann einfach 49 Euro im Monat zahlt, dann kannst du auch, weiß ich nicht, wenn du in Nürnberg aus dem Zug aussteigst, einfach in den nächsten Bus steigen und fährst damit zu deinem Hotel oder zu deinen Freunden und musst dich nicht mehr drum kümmern, was eigentlich Nürnberg wieder für ein komisches System hat und wie die Zonen da eigentlich nochmal heißen. Das klingt auf jeden Fall nach einer großen Erleichterung. Ab wann gibt's denn das Ticket und wo kann man es kaufen? Erstmal, wo man es kaufen kann, es soll digital in der App zu kaufen sein. Sie wollen tatsächlich aufs Papierticket verzichten, weil sie sagen, es soll ein modernes Ticket sein. Also man hat es dann auf dem Handy. Wann steht noch nicht so ganz fest? 2023, das steht fest. Also es wird jetzt noch nicht zum 1.12. eingeführt. Politiker hätten es wohl ganz gerne schon ab 1. Januar. Ob es so schnell geht, steht aber noch nicht fest. Andere reden von Frühjahr, aber auf jeden Fall im nächsten Jahr.
Für viele lohnt sich das 49-Euro-Ticket, das sogenannte Deutschland-Ticket. Nochmal genau nachschauen, ob es für deinen Bezirk am besten ist. Das könnt ihr in den Tabellen vom Jakob. Den Link findet ihr in den Shownotes. Danke für das Gespräch. Gerne. Ciao, Augsburg. Und auch das ist heute und am Wochenende noch wichtig. Olaf Scholz wird heute zu seinem Antrittsbesuch in China erwartet. In Peking wird der Präsident Xi Jinping treffen. Kurz vor seiner Abreise hatte Scholz einen Kurswechsel gegenüber China angekündigt. Und am Sonntag startet in Ägypten die Weltklimakonferenz. Es geht um Weichenstellungen für die Zukunft. Der Welt bleiben nur noch wenige Jahre, um die schlimmsten Folgen der Erderwärmung noch zu verhindern. Der Weltklimarat hatte Alarm geschlagen. Und zum Abschluss heute gibt's noch zwei Tipps fürs Wochenende, was ihr machen könnt, wenn es mal nicht unbedingt Party sein muss. Ein Abenteuer verspricht die Nacht der Giganten im Bahnpark. Heute und am Samstag öffnet das Eisenbahnmuseum in der Viernhaber Straße im Hochfeld jeweils zwischen 18 und 21.30 Uhr seine Tore. Die denkmalgeschützten Hallen aus der Zeit der königlich-bayerischen Staatseisenbahnen sind in geheimnisvolles Licht getaucht. Und mehr als 100 Handwerker, Künstlerinnen und Designer wollen am Sonntag von 10 bis 17 Uhr das Foyer und den großen Saal im Kongress am Park in einen Marktplatz mit einem vielfältigen Angebot an handgefertigten Produkten verwandeln. Da könnt ihr sicher schon die ersten Weihnachtsgeschenke abstauben. Für mich fast noch ein bisschen zu früh, würde ich sagen. Aber Weihnachten, wie heißt es schön? Weihnachten kommt ganz bestimmt. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und danke an Jakob Stadler für das Gespräch. Ich bin Manuel André und am Montag hört ihr Greta Brünster an dieser Stelle. Bis dahin, Servus. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.